So, hallo zur zweiten Woche des VBCs im Match Altpreuß, nicht Altpreußen, KBIB gegen QR Berlin. Bei mir sind heute Hess vom vierten Moin. und Hohenheim vom zweiten. Hallöchen. Ja, und ich Mathieu, auch vom zweiten. Gut, dann würde ich sagen, können wir ja gleich mal anfangen, indem wir einmal auf die Kicktipp-Ergebnisse schauen, was die Leute so tippen, bevor das Match gleich losgeht. Also, was sehen wir Schönes? Wir sehen, boah, sehr viel 10-0, Ui. aber es gibt auch ein paar Leute, die so 8-2, 3 getippt haben. Ich persönlich bin auch 9-1 gegangen. Ich glaube, das KBW mit so ein bisschen Glück und dem bayerischen Moralboost, vielleicht können sie einen Sieg Oh, ich schaffen. meine, das einzige bayerische Regiment oder ganz hier in Preußen. Ja, genau. Na gut, aber ich meine, das QR Berlin ist ja auch eher so irgendwie preußisch, aber ein bisschen sehr englisch angelegt. Ja. Gut, dann gibt es nur eine Person, die fürs KBB getippt hat. Rinkler vom E21. Boah, interessanter Tipp. Mal gucken. Wäre ja Also, interessant, wer es wahr wird. wenn er gewinnt, dann gewinnt er halt sehr viele Punkte als Ja. Einziger. Ja. Deswegen, dann würde ich sagen, können wir aber uns auch gleich mal einmal hochgehen zu den Aussehenergebnissen. Also, was sehen wir denn jetzt hier erst? Auf dem ersten Platz ist jetzt erstmal die Altpreußen. Einem gespielten Match, 10-0. Ja gut, ich meine, sie haben auch, würde ich sagen, gegen das neueste Regiment gespielt, das KBEB, welches noch nicht so eingespielt war zu der Zeit. Deswegen ist erstmal nicht, Sagt ja, auch nicht nichts so viel Besonderes. aus, weil Genau, die sagt nicht meisten viel aus für die wahrscheinlich 9 bis Altpreußen. 10 Punkte halten werden, das ist realistisch, ja. Ja, dann das vierte mit zwei Matches, 9 Punkte und das PE auch 9 Punkte mit zwei Matches. Danach kommt das 21. mit 8 Punkten und dann das QR Berlin mit 4 und das KBEB mit 0. Ja, werden ja mal schauen, ob das QR Berlin jetzt noch in diesem Match, heute Abend wird sich noch mal ändern beim Spiel Altpreußen gegen 21, ob die jetzt noch, sage ich mal, einen Vorsprung sich ausarbeiten können und vielleicht wieder das die ER-Vierte und die 21 überholen. Könnte ja sein. Zumindest für die Zeit, ja. Genau. Ich sagen, können wir Natürlich. uns gleich auch mal, ja? Yes. Ich denke natürlich aber auch, dass wenn man sogar nur ein paar Runden gegen das erste KBB verlieren würde, kommt mir gerade sogar so vor, dass man damit sich selber recht weit zurückwirft. Also sie müssen hier wirklich beste Performance zeigen, nicht ausrutschen, damit sie hier nicht. Weil sie müssen nach vorne kommen mit diesem Match, das ist klar. Ja. Weil wenn sie hier ausrutschen, dann wird es schwierig, noch eine höhere Platzierung Würde zu halten. sagen, wir können uns dann gleich mal die Statistiken, die es sonst noch gibt, die erstellt wurden, anschauen. Ich muss einmal das Ganze ausblenden, das einmal anschauen können. Also MVP-Statistiken. Ja, Fields Erster, also sind jetzt die von der ersten Woche. Der KBIB-Spieler, sechster Platz. Was aber auch kein schlechtes Zeichen ist. Ich meine, desto weniger Kills der MVP hat, desto mehr heißt es, dass er aufgeteilt ist und nicht ein Mann carried. Ist auch ein gutes Zeichen von ihm, ja. Obwohl zugegebenermaßen in den Matches allgemein recht wenige Kills für das erste KBB geht. Also ich war da Ja auch gut, immer so deswegen, wenn man ein natürlich siegt und dann bisschen. der MVP wenig Kills hat, das ist ein gutes Zeichen. Wenn man aber verliert Aber und der MVP ja. wenig Kills hat, ja gut, dann ergibt sich das. Also Faller hat gut geschossen, hat gut Auf jeden gespielt, Fall. aber der Rest muss halt mitziehen, ne? Mit Genau. den 7 Kills. Das wäre angemessen. Würde ich sagen, können wir auch gleich nochmal die anderen Statistiken anschauen. Hier nehme ich noch eine schöne Statistik vom lieben Uru, wo man einmal sehen kann, wie viele Spiele jedes Team pro Match gewonnen hat in der jeweiligen Season. Man sieht eindeutig, würde ich sagen, ja, viele Regimenter sind natürlich auch rausgegangen über die Zeit. Die drei beständigen Regimenter sind das die Altpreußen, die 21 und wir das PR. Und das vierte jetzt wieder da nach einer Ja, Season-Pause. mit dem großen Comeback. Genau. Ja, ich würde sagen, man sieht auf jeden Fall, das E21, ja, ich würde sagen, stabil auf einer Stufe. Dass die Altpreußen gehen langsam ein bisschen nach unten. Das könnte aber auch zu erklären sein am Auftauchen des ER13, dass sie da viele Punkte verloren haben. Welches natürlich nicht mehr da ist. Ja, wir als PER, langsam aber stetig verbessert man sich. Dauert halt, braucht halt nur seine Zeit. Vor ein paar Jahren haben wir dann auch vielleicht mal so eine, ja, 6 Wins pro Runde Statistik. Kann nur hoffen. Ja, also können wir jetzt mal ausrechnen. Mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir gleich mal zum Match. Dann gleich beginnen.
Scheinbar sind es auf beiden Seiten jetzt 7 Leute, da das Square Berlin ausgleichen muss, das KBB nur 7 stellt. Schauen wir mal. Falle auch wieder dabei, der MVP. Okay, Friedrich hatte gerade im Chat geschrieben, dass sie eher absteigen, weil es weniger Regimenter werden. Hat wahrscheinlich Friedrich teils mit Recht, weil, ich sag mal so, ein paar Naja. der mit Regimenter raus sind und man hat so gesagt, es hat sich verdünnisiert. Also es gibt nicht mehr noch mehr Ich weiß, was Regimenter gemeint mit. ist, aber am Ende, es Ja. sind Regimenter dazugekommen, neue. Und von dem Ding her muss man überlegen, es ist ja eine Statistik, die sagt, ja, wie viel Wins man pro Match Ich kriegt. denke, es ist eine Kombination aus Die anderen werden besser. stärkeren Genau. Regimentern und weniger schlechteren Ja, genau, ich würde Gerechten. sagen, die schlechten steigen aus und die Regimenter, die verbleiben, werden besser und stellen sich immer mehr auf die Altpreußen ein, sodass es dann nochmal Natürlich, man will knapper ja wird. auch gewinnen, ne? Genau. So, das erste KBW. Ratsungsdrei, Leute. Gut, würde ich sagen, wechseln wir einmal zum Spiel. Also, wir sehen die Map, die wir auch schon gestern Abend gesehen haben. Wir auch heute auch noch im spannenden Match E21 gegen Altpreußen sehen werden. HBB stellt sich auf. Falle an der Spitze als Gardist, als bester Mann. Boah, Obwohl man schlecht. vielleicht da aufpassen sollte, dass Faller nicht direkt rausgeschossen wird. Auch gefährlich, aber ich glaube, als Ja. Gardist ist das schon ein bisschen sicherer. Ich würde ihn Obwohl, aber der eher kann als sich. Sergeanten einsetzen. Dann kann er sich ein bisschen neben der Linie Ja, behalten. genau. Gucken wir mal. Square Berlin steht bereit. KBB braucht scheinbar noch ein bisschen. Wen haben Sie dabei? Xehanox führt mal wieder. Admin, wie es Gardist ist scheint. Hauraki. Ja. Admin, wie es scheint, sind beim KBB Lollmann und der liebe Herr Cedric und auf der anderen Seite sind es Schwarztee. Also glaube ich jetzt einfach mal. Ja, deswegen würde ich sagen, interessant ist auch, dass das QR jetzt wieder einen Offizier benutzt. Was sie ja im Match gegen uns in den letzten Runden nicht mehr gemacht haben. Warum auch immer. Kann ich erklären, ihr Offizier war raus. Ja, der hatte Internetprobleme. Ach so. Oh, dann ist die Genau. Frage, warum man denn keinen neuen einsetzt. An sich ist das jetzt nicht so gewollt gewesen, dass man keinen Offizier Ach so. mitnimmt. Aber Aber das hätte ja war auch jetzt kein sein können. riesiges Zusätzliche Problem, Muskete weil hat auch was. im Endeffekt haben sie ja dadurch einen Nachteil gehabt. Ja. Dadurch, dass sie nicht mehr den Mili-Boost aktivieren konnten. Deswegen war es Deswegen. uns egal. Gucken wir mal mit KBB. Das braucht scheinbar noch etwas. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was Oh. denkt ihr? Wie wird so die erste Runde verlaufen? Werden beide direkt zum Hügel gehen oder werden sie eher passiv spielen? Also, ich würde sagen, das KBB, ich könnte mir vorstellen, dass sie. Also, das QR sollte auf jeden Fall direkt zum Hügel rennen. Beim KBB, wenn sie jetzt sich denken, okay, komm, wir wollen es drauf ankommen lassen, rennen sie hoch. Aber da das QR sehr schnell vom Aufstellen her ist, würde ich sagen, sollte das QR das dann gewinnen. Aber die Frage ist beim KBB, auf Mili können sie auf jeden Fall nicht setzen. Können natürlich auf Schießen setzen und darauf sich schnell aufzustellen, falls sie es in der Zeit geübt haben. Aber mal gucken. Es scheint so, als ob beide sich so gesagt rechts bzw. links vom Hügel treffen. Ja, er stellt sich schon auf. Muss man sagen, dass auch. Nein, jetzt haben sie einmal mehr bekommen. Jetzt ist das erste KBB auch auf gleicher Mannzahl. Der läuft jetzt Ach, der nach kommt jetzt hinterher. hinterher. Der Oh. Jason Schnitzler. Schuss, Salve, nichts Jetzt getroffen. könnte man vorrücken. Oh. Naja, sie werden auf jeden Fall nachgeladen haben, wenn sie Okay. vorrücken würden. Jetzt stehen sie zumindest. Ich muss sagen, von den Formationen her klappt es schon mal viel besser, würde ich sagen. Als Ja. zuvor. Ich sehe auch verschiedene Zeichen. Also KBB. Ich glaube, da sind noch welche aus dem alten Regimentsregister drin, ne? Also dem ersten KBB. Was vor 2 Jahren existiert hat. So wie es scheint, sieht man ja ein bisschen am Zeichen. Wegen der Farbe, Genau, wegen der ja, Farbe. logisch. Das ist noch die alte Flagge. Oh. Oh. Das Ah, war Falla. ärgerlich. Beides Also, Headshots. da haben sie sich einfach zurückbewegt ohne Deckung. Da hätte man sich abducken müssen. Großer Fehler der Führung. Also hätte man definitiv besser lösen können. Schade eigentlich. Overlay ist etwas cursed. Okay. Das erste KBB So, wieder besser. aufgestellt. Das QAA weiter im hinterm Hügel. Jetzt, oh, das QAA geht geduckt ran. Werden sie jetzt so gesagt dieses geduckte Schießen machen? Also auffeuern? Schießen? Nee, sie gehen wieder zurück. QAA zieht sich zurück, wahrscheinlich weil sie jetzt auch schon recht lang am Hügel sind. Boah, das ist mein. Um vielleicht auch Angst zu sehen, so passiv zu bekommen. Genau. Jetzt haben sie die Position geändert, also sind recht safe den Hügel. Das KBB geht aber ganz schön langsam in den Hügel runter. Ja. Bis jetzt, ja. Sieht nicht gut aus, das KBB, aber auch noch nicht so schlecht. Ja, beide spielen eher vorsichtig. Ich denke mal, die tasten sich erstmal aneinander ran, wie der Gegner spielt.
Man muss echt sagen, in der Theorie, so wie ich das QAA kenne, die Members dort, einige kannte ich ja noch lange persönlich, das sind echt gute Milia. Wenn man sich Hauraki anschaut, Fischl und Walter Weiß und Gülte sind auch ganz stabil. Also das KBB sollte es wirklich nicht auf den Nahkampf ausgehen lassen. Das würde mehr Ja, töten. also beim KBB kann ich auch sagen, einige kenne ich ja auch noch. Also auf den Melee sollten sie auf jeden Fall nicht setzen, vor allem beim QR Berlin. Weil so ein Hauraki ist schon gefährlich. Vor allem haben sie auch einen guten Unteroffizier, zum Beispiel Gellert, nicht dabei. Was sehr schade finde. Da der im Melee auch noch, sag ich mal, einiges bringen könnte. Ja, zumindest haben sie Faller. Faller MVP. Okay, Faller ist raus. Ne? Moment, der ist tot. Also, sie haben jetzt nicht mehr ihren besten Schützen und vielleicht sogar Spieler von der Mannschaft. Was schade ist natürlich. Jetzt gehen sie wieder zurück zu dir. Oh, sie werden sich vielleicht am Hügel treffen. Das wird interessant. Beide sind noch nicht gestaffelt. Ja. Oh, doch, jetzt. Sie gehen hoch. Es wird sich aufgeben. Der Mini Oh. da muss da rein. Oh. Oh, verdammt. Oi, oi, Jetzt müssen sie in den Nahkampf. Also müssen sie eigentlich nicht, aber werden sie jetzt gehen? oh, Okay, auf die Offizier angehetzt. wurde. Ah. Ah, schade. Die Preußen haben den Ja. Sieg errungen. Ja, würde ich mal sagen. Gibt's den ersten Punkt? Wird das bei Berlin. Qua. Recht ausgeglichen, muss man auch sagen. Alle beim QAA, also in der Führung jeweils zwei Kills. Drei Leute mit zwei Kills. Also recht ausgeglichen gerade. Keine Person, die carried. Gibt es denn Also. irgendwelche Empfehlungen vielleicht von deinen Zuschauern fürs KBIB? Falls ein KBIBler schaut. Vielleicht irgendwer eine Idee hat. Ja, vielleicht sollen sie passiver spielen, aggressiver. Irgendwas. Schauen wir mal. Schauen wir Erstmal sind auch mal. die Zuschauer ratlos. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht könnten sie es sogar versuchen, dass sie wirklich auf den Hügel rauf pushen und hoffen, dass das QA dort auch hingeht, weil mit ein bisschen Luck, wenn sie sich schneller aufstellen, können sie dort vielleicht QA auf geringe Distanz wegknöten mit einer Salve. Gut möglich, gut möglich. Würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Nein, das ist der Entsafter. Man muss auch sagen, die Map ist sehr aufs Center ausgerichtet. Also wenn man diese Position einnimmt, kann man von dort aus sich immer vorteilhaft positionieren in Richtung Norden, Süden, wo auch immer der Feind sich befindet. Jedoch, jeweils die Seiten sind auch gut von den Hügeln her, aber schränken einen doch im Handeln ein. Sagen, schauen wir jetzt einmal wieder. Vielleicht, So wie es ausschaut, ja. was würdet ihr callen? Wer wird diesmal MVP beim QAA und beim ersten KBB? Wen seht ihr da als euren Favoriten? Ja, schwierig zu sagen. Ich kenne die beiden Regimenter nicht wirklich, aber beim ersten KBIB könnte ich wieder wie hieß der? Falla mir vorstellen. Und beim QAA, ja, Hauraki vielleicht, wenn die mehr auf Melee setzen. Ja gut, es hängt davon ab, aber ich glaube, das QR kann jetzt auch sehr gut darauf spielen, dass sie, ja sag ich mal, Faller raus aimen. Was der Gardist ist. Ja, das stimmt. Deswegen wahrscheinlich der Offi und Faller werden wahrscheinlich sehr schnell fallen immer. Ist ja gerade auch so passiert. Obwohl Offi-Aim natürlich nicht erlaubt ist, ne? Ich meine, wenn Also, er dann in der Linie muss man steht, aufpassen. weil. Ja, das Das wäre stimmt. vielleicht eine Empfehlung Ja. für den Offi, dass er vielleicht zur Seite weggeht, wenn sie gerade sich aufstellen und schießen. Mit der ja nicht rausgeschossen werden kann. Ja, ich glaube, Hauraki hat auch eine sehr gute Chance, weil Hauraki steht auch hinten in der Linie, wird also wahrscheinlich nicht direkt als erstes sterben, kann immer seinen Schuss machen, kann im Nahkampf. Aber da hat er wirklich sehr gute Chancen, das stimmt schon. Gucken wir mal, jetzt spielt gerade mal der vom alten KBIW, Schrödinger, mit dem alten Tag. Okay. Vielleicht führt er ja Schrödingers gut. Offizier. Und der Gardist wurde auch gewechselt zu Jonas und Schwarzenberg. Öpsefloh ist jetzt Sergeant. Oh, schade. Faller ist aber weiterhin vorne. Das finde ich schade. Ich finde, Faller muss man einbetonieren. Also hinter ganz vielen Naja, ich anderen. meine, den kann er mitschießen, wenn er vorne ist. Stellt er sich schnell auf, kann als erstes einen Schuss abgeben. So, gucken wir mal, Ja, das QRR das stimmt. geht jetzt auf die komplett andere Seite. Na, sie haben auf jeden Fall den mittigen Hügel eingenommen. Haben auf jeden Fall diesen Vorteil also. Hingegen, erstes KBB ist in den Nord-Nordwesten rausgelaufen.
gehen jetzt über offene Fläche sogar für eine kurze Distanz. Aber das QA bleibt geschillt. Hätten sie eigentlich eine Salve reindrücken können, das QA. Aber vielleicht hat er es auch nicht gesehen. Oh, jetzt gehen sie wieder auf offene Fläche. Das SKBB nicht aufgestellt. Oh. Bisschen desorganisiert. Ja, stellen sich auf. Aber nur ein Treffer. Das ist... ein Treffer von Gülte, aber... Und ein Hit vom KBB. Ja. Das war jetzt wegen dem Tatsprung, würde ich sagen. Gesundheit. Wo ist denn? Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. SKBB mit einem Hit. Gülte auch mit einem Hit. Wer ist raus? Ist ausgeglichen, die Fertigung. War... Ja, es war nur ein Mannschaftler. Also Faller nicht raus. Einer von den Spezialklassen. Schauen wir mal, vielleicht schaffen sie jetzt noch was, wenn sie sich schnell aufstellen. Okay, gerade hat Bauer geschrieben, was für ein altes Tag ist der aktuelle. Gut. Dann hat halt der Rest der Mannschaft einen alten Tag. Man weiß ja nie. Okay, oh, was da ist der Offizier? Ein bisschen weg. Der hat gerade sehr viel Freude. Ja, er hat so viel Kaffee getrunken, man weiß es nicht. Ja, also er moonwalkt. Geh mal lieber. Wir verlieren ihn. Wir verlieren auf, ihn, Leute. Auf diese. Wir verlieren ihn. Ja, oh. Und er ist an der Map Border. Okay. Ja, der ist ja ganz schnell übernommen, da der Offizier jetzt erstmal verhindert ist, sagen wir mal. Ja, der ist einfach genau. Man weiß es nicht. Und kein Treffer! Und da kommt die Salve! Haller haut Fischl raus! Das also, ist der Retter des ersten KBB. Schwache Schussleistung vom QRR, muss ich echt sagen. Ja. Der hätte das KBB, finde ich, auch auf die Distanz mehr rausholen können. Aber Faller hat natürlich gezeigt, ja, das Leistung der Bayern. Ja. Oder Offizier. Er ist okay. Maurer hat geschrieben, gestern wurde der Tag offiziell gewechselt. Okay, also ist es jetzt das neue Regimentsregister, wo der derzeitige Offizier drin ist, oder das alte? Wo wurde nur der Tag gewechselt? Oh, Offizier wieder da. Ja, der ist manchmal da, manchmal ist er weg. Nein, das ist der Entsafter. Jetzt steht er nur dort. Oh, es sieht gut aus. Er regt sich. Und auch nicht zu extrem. Ja. Ja, das QA-Schild weiterhin. Hinterm Hügel. Geht ein bisschen geduckt. Nach links, nach rechts. Ja. Und wartet auf ihre Möglichkeit. Oh nein, offene Fläche. Das sieht schlecht aus. Gebt den Midi-Boost. Ah, aber schade. Wieder nur ein Faller, oh, okay. Bester Spieler. Okay, das ist sehr schlecht. Also Faller hat einen sehr hohen Wert. Und ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber sonst hört man ja so vom französischen Offizier so einen Schrei. Kommt da der Midi-Boost vom KDB? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Da fehlt der Midi-Boost. Das ist ganz fatal. Sonst also, liebes KBB, ihr wisst, was ihr drücken müsst. Ja, bitte, sagt das dem KBB. Q7 Offizier. Genau. Das rettet Leben. Jetzt stehen sie da wieder rum. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt QR wäre, würde ich hochgehen und einmal aufhalten. Achtung, Leute. Ja, ist klar. Ah, ich glaube, jetzt war der Midi-Boost. Einmal schön draufgehalten, aber ich glaube, der Midi... Nee, also wie es von den Punkten aussieht, haben auch alle, die getroffen haben, Kill gemacht. Ja. Wieder kein Midi-Boost. Oh, der Offizier ist weg. Wir haben Schrödinger verloren. Schrödingers Offizier. Und das Kabi... Oh, das Square schießt nochmal hinterher. Aber man hat noch Möpselfloh. Möpselfloh geht jetzt für den Charge. Denkt das QR sich kommen? Ehrenvoller Nahkampf? Ehrenvoll, also das müssen sie jetzt ehrenvoll machen, sonst bin ich enttäuscht, weil sie haben Nahkampf-Elite in ihrem Regiment. Das wäre also. Aber wir haben zu flotten Baum. Also, hallo. Ja, genau, so will ich das sehen. Da kämpft er gegen Wilhelm. Er blockt, er wird getötet. Schade. Jetzt ist die Frage, wo. Ach, der Offizier ist weg. Ja, der Offizier, der ist despawned. Also, wie gesagt, Schrödingers Offizier. Ja, der hat die Runde verlassen, wahrscheinlich kompletter Disconnect, komplett abgestürzt. Genau. Ja, wieder recht ausgeglichen an der Spitze vom QA 2211 und Faller an der Spitze von den Bayern. Ja, ich würde sagen, bis jetzt sehen wir eindeutig, das QRR spielt auf jeden Fall, kann man sagen, ja, im Nahkampf auf jeden Fall besser und auch von der Formation der Aufstellung her. Beim Schießen war es, ja, ich würde sagen, KBB ist noch nicht so oft zum Schießen gekommen. Deswegen. Sie hatten diese Salve auch auf geringe Entfernung und da hat nur Faller getroffen.
Also, das hat mich leicht enttäuscht, muss ich sagen. Da hätte ich gedacht, hätten sie richtig was raushauen können. Naja. Ah, jetzt wurde einmal geschrieben, Hohenheim ist etwas leise. Hohenheim, willst du vielleicht was sagen? Können wir nochmal gucken? Ich will niemanden hier dazwischen grätschen, wenn die schon reden. Deswegen halte ich mich etwas zurück hier. Okay, stell dich ja mal etwas lauter, damit man dich etwas mehr hört. Sag mal jetzt sowas. Ja, Hallöchen. Okay. Ist das so laut genug, Remix? Ja, Remix, du bist im Fernsehen nebenbei erwähnt. Das bist du jetzt. Kannst du deiner Mutti sagen? Nee, Remix. Gehen wir mal wieder zur Game-Szene. Schauen wir mal, was so auf dem Schlachtfeld abgeht. Ja, erst KBB braucht wieder ein bisschen länger mit dem Aufstellen auf den PCs. Aber er hat als Offizier Namen. Möpselflo ist jetzt wieder Offizier. Faller ist der Gardist, steht vorne. Und hinten ist der Jonas von Schwarzenberg, der ehrenwerte Sergeant. Haben sie es scheinbar wieder umgeändert, dass sie doch gemerkt haben, Faller, wichtiger Spieler. Schauen wir mal. Einfach die Munition an Faller geben und dann ihn schießen lassen. Faller regelt das. Ich glaube an Faller. Aber auf jeden Fall läuft es ja bis jetzt relativ schnell. Ja, bisher ging es noch nicht in den All-Charge. Ich glaube, das will auch das erste KBB vermeiden. Fürs QA wäre es, glaube ich, egal, ob es jetzt in den All-Charge geht. Weil sie da gute Chancen haben. Boah, ja. Ich glaube, das QA setzt eh darauf. Erstmal, Totschießen und dann Nahkampf. Genau. AQR steht. Das KBB, gerade 5 Mann, fehlt also noch ein bisschen, muss noch ein bisschen reinspawnen. Es ist aber schon live. Sie laufen los. Also, sie müssen jetzt mit dem arbeiten, was sie haben, wirklich eine. Oder ist der nächste reingespawnt? Ja, wer ist es? Jason Stützler mit dem Jason, Internet. Ja. Definitiv. Ja, jetzt sind es 6 da gegen. Fehlt aber noch jemand. Ja. Ja, muss dann jetzt noch schnell kommen. Wie gesagt, Schrödingers Offizier ist leider weg. Aber der kommt bestimmt wieder. Schauen wir mal kurz. Das QR geht wieder auf den gleichen Platz wie vorhin. Wir hoffen darauf, dass das KBB jetzt sagt, sie chargen wieder den Hügel in der Mitte. Aber so wie es ausschaut, ja, geht das KBB einfach mal rechts rum. Weil an der Hügelkette lang. Bleibt ein bisschen passiv. Ja. Setzen vielleicht ein bisschen abgeduckt? Mehr auf den Fernkampf. Ja. Das QAA hat den Hügel, so gesagt, im Nordosten von ihnen noch nicht die Mitte eingenommen. Beide beobachten sich, so gesagt, jeweils über den mittigen Hügel. Interessant. Interesting. Das QAR setzt sich in Bewegung. Wollte natürlich auch kein Passiv bekommen. Vielleicht gehen sie auch gleich ran. Ich würde sagen, den Mittelhügel jetzt zu pushen wäre gar nicht keine schlechte Idee. Nee, das wäre definitiv keine schlechte Idee. Aber nee, sie gehen weiter weg. Weil am Ende weg, genauso wie das QAA, das ist sehr unterhaltsam. Also unsere Bayern bewegen sich weiter in den Südosten und unsere QAAs bewegen sich in den Nordwesten. Sie ja, die genau unterschiedlichen. Ich sag's Ecken dabei so, das fürs QAR gut, denn müssen sie weniger schießen. Fürs KBB eher nachteilhaft, weil ja kommen mehr QAR dann in den Nahkampf. Und im Nahkampf wird das KBB, glaube ich, kein Licht sehen. Das stimmt. Und wie weit auch die Entfernung jetzt ist. Also, jetzt werden die sich jetzt im Kreis verfolgen? Sehen die sich überhaupt? Ich glaube, die müssen da auch keine Salve abgeben jetzt. Ja. Aber der letzte Mann ist jetzt reingeladen vom KBIB. Ach. Oh, der muss jetzt nachkommen. Also, der muss jetzt rennen, Len Schneider. Genau. Ja, das QAA könnte ihn jetzt gleich sehen. Auf der Erhöhung. Müsste ihn jetzt gleich sehen, ja. Ja, ich glaube, die würden da sogar eine Salve reinfeuern. Ich meine, warum nicht? Sind ja nicht weh. So präsentiert oder ist. Jetzt pushen sie in die Mitte und schießen und vielleicht der auch gleich. Der Rest der Linie ist ja nicht da, aber. Ich meine, nicht besonders gut von ihm, dass er direkt oben geht. Aber gleich ist er ja da. Balls aus Steel. Er weiß halt, er wird nicht getroffen und er will halt eine Salve rausholen aus dem QAA. So ist es. ABB, glaube ich auch gleich. Ja, jetzt ist halt der mittige Hügel vom QAA erobert, ne? Das hätte das KBB auch schon in der Zeit machen können, aber sie sind ja nach rechts gelaufen, dann sind sie dort geblieben und jetzt bewegen sie sich wieder zurück. Ja. Ich
frage ich mich jetzt aber, warum läuft das KBB jetzt vom QR so ein bisschen weg? Ich weiß gar nicht. Ich meine, jetzt könnten sie, wenn sie sich jetzt aufstellen, in die offene Fläche rein. Jawollo. Ja, aber sieht man nicht. Hier. Oh, der Mini-Boost war drin, da gab's Treffer. Ein von Faller natürlich. Wieder Faller. Das ist der Schützenkönig. Aber das QR kommt gefährlich nach. Ja, sie müssen das nachladen und der Mini-Boost muss rein, wenn sie jetzt eine Salve raushauen. Ja, da muss jetzt der Mini-Boost rein. Schlecht. Kein Treffer, ja. Bollingen. Also bis jetzt das KBB. Aber wenn sie jetzt weiter rauszögern, gibt's gleich einen Null-Charge. Genau, und das wollen sie nicht. Da hätten sie jetzt nochmal irgendwie eine Countersalve ausführen müssen, nachdem sie da so viel Glück hatten. Naja, schade. Mal gucken. Vielleicht das QR gleich einmal. Auf die Distanz könnten sie vielleicht nochmal schießen, da ist die Gefahr nicht zu groß. Ja, aber warum stellt sich das erste KBB nicht auf oder zu spät? Das ist sehr schade. Da hätten sie jetzt sich genauso aufstellen können. Ich meine, gleiche Gefahrensituation. Zum Hügel hatten sie sich nicht geschafft. Lücke. Geschlossen. Ja. Wer macht da? Ah, Jason. Aber der hat auch einen Ping von... Was? Oh, jetzt geht's wieder. Ah, geht's sogar raus? Nee, nicht wirklich sichtbar fürs erste KBB gerade. Ja, die Runde wird wahrscheinlich auf dem Outtouch draus auflaufen. Ah, das QA macht gerade ein bisschen... Ach, mir fällt gerade auf. Ich glaube, die wollen noch. Jason Schnitzler hat scheinbar, während der gelieft ist, kurz das Regimentsregister gewechselt. Oh, cool. Und auch den Tag. Oh, sowas im Spiel zu machen, riskant. Ja, gerade im VBC. Ja. Er will halt den richtigen Tag drin haben. Es ist muss gut aussehen. Ist respektabel. Ja. Ja. Sie legen weiterhin an. Das ist der Wilde Westen jetzt von Holdfast. Bitte hier einmal. Musik einspielen. QA hat es passiv bekommen, jetzt müssen sie raus. Sonst kriegen sie aufs Maul von den Admins. Also müssen sie direkt agieren. Genauso das erste KBB müssen sie auch raus. Wenn sie jetzt noch schießen würden beispielsweise, wäre es nicht regelkonform. Ja. Schauen wir mal. Okay, jetzt noch 40 Sekunden. Also gleich geht das QR mit einer guten Zahl in den Nahkampf. Nicht gut fürs KBB. Nein, das ist der Entsafter. Warum rennt das KBB jetzt weg? 10 Sekunden bis Nahkampf. Wollen sie den Nahkampf? Ich hoffe, es sterben jetzt nicht nochmal alle, weil das ist jetzt so gesagt ein Groupfight, besser gesagt. Mit so ein Groupfight mit noch ein paar Minuten vorher sich bewegen, einlaufen. Zeitverzögerung. Ein Groupfight mit Zeitverzögerung. Ich bin gespannt, wie das jetzt ausgehen wird. Werden sie mit dem Highground vielleicht doch das QA Beine abschneiden. Sie müssen sich aber aufstellen. Also ich sag, das KBB macht 2 Kills. Also das QA ist gerade richtig aufgestellt und sie gehen einfach so ein bisschen im Gewalthaufen rein. Man könnte sagen, der Doppelbauer und Faller existiert öfters. Ja, schade. Ja, ein Kill vom KBB. Ja, Faller hat aber wieder den Kill gemacht. Faller, der goldene Mann. Der Kill und der Schuss von Faller. Ja. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht, das Ganze. Wirklich legendär. Wer ist überhaupt gestorben? Walter Weiß ist gestorben. Okay. Kann man ja erwähnen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, diese Runde geht's die nächste. Würde ich sagen, vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen mehr auf. Können wir kurz nochmal auf die Ergebnisse schauen? Das heißt, das QR hätte jetzt 7 Punkte. Noch ein Punkt, dann haben sie das 21. eingeholt. Der Board. Schauen wir mal. Ja. Ich sehe hier gerade auch, Faller wird gefeiert. Er ist der Fernkampfgott. Ja. Vielleicht, wer weiß, vielleicht wird er ja im KBB zum Messia erklärt. Man weiß es nicht. Zum Motor im Fernkampf. Ja. Naja, und auch, also, und auch gerade Motor im Nahkampf. Ja. Aber ich glaube, hätte das erste KBB ein paar, so gesagt, Countersalven genommen, wären sie nicht nur weggerannt, da hätten sie wirklich Kills rausholen können. Eigentlich schade, hätten sie wirklich vor dem All-Charge noch Schaden zufügen können. Naja, vielleicht lernen sie jetzt auch daraus. Und wir werden jetzt ein bisschen ein passiv-aggressiveres erstes KBB sehen. Das wäre toll.
Ich will passiv-aggressives KBB. Schauen wir mal, was wir gleich. Vielleicht denkt sie Genau. erst KBB auch gleich mal, wir gehen in die Mitte, in den Hügel. Boah, ich will das so stark einmal sehen, wie das QAA und das erste KBB in die Mitte des Hügels gehen. Eine Salve, ein Charge und ja, das wäre schon angenehm. Ich meine, der Hügel ist für beide eine gute Option. Ne? Wenn man den hat, dann hat man ihn. Schadet nicht. Schadet nicht. Ja, ich meine, die Situation hat man ja in eurem Match gesehen. Vierte gegen Zweite. War amüsant zuzuschauen. Wer ist Len Schneider? Kennt ihr Len Schneider? Da hat jemand geschrieben, ob Len Schneider gegrüßt werden kann. Den kenne ich nicht. Denn Schneider ist einer vom KBB, der vorhin so spät reingeladen hat. Ach so, okay. Ah, verstehe. Gucken wir mal, ob er jetzt schon reingeladen hat. Sieht Ja, nicht so aus. zu den Admins lieber, dies kann ich jetzt nicht gehen, weil die sind hochkonzentriert bei der Arbeit. Ja, aber vielleicht sehen sie es ja später. Schauen wir mal. Oh, Schrödinger! Schrödingers Offizier ist wieder dabei. Er ist zurück als Offizier beim ersten KBB. Also, ich meine, wenn er jetzt nicht. Wenn nicht das Internet gegen ihn spielt, dann. Ja, werden wir sehen. Bin ich gespannt. Aber einer fehlt trotzdem beim KBIB. Aber diesmal ein anderer. Ja, ich glaube, es ist wieder Len Schneider. Jetzt mal sagen. Wenn man was das QR macht, das QR geht wieder auf ihren Lieblings. Geben wahrscheinlich auch gleich eine Salve ab, weil die KBB gleich die jetzt gespottet haben. Ach ne, oder sie holen sich die Mitte. Auch eine gute. Okay. Ah, da kommt er nach. Carsten. Carsten ist die Nachhut diesmal vom ersten KBB. Ach, jetzt Carsten Carsten. Kampf. Krampf, Krampf. Carsten Krampf. Karl Carsten Krampf. Was ist denn mit dem lieben Len passiert? Der jetzt schon in der Was? Mannschaft? Was ist denn mit Len los? So, Len ist nicht mehr da. Was? Hat das KBIW durchgewechselt? Könnte sein. Merkenswert. Sehr bemerkenswert. Ah. Ja, jetzt, aber wir haben weiterhin, solange Faller da ist, Finde doch schön, es gibt bei ist der manchen Moral Leuten nicht gut. mal Ränge. Gerade sehe. Bei der unteren Mannschaft. Naja, Oh, vielleicht haben sie auch ein oh. bisschen Tech richtig, Der und die Wette wird Offizier. gleich hier aufstellen, wenn er. Ach nein, Sie stehen, Schrödingers sie Offizier ist stehen. wieder Mal weg. gucken. Tut mir leid. Ziehen sich beim Stehen zurück. Kein Interesse mehr. Okay, jetzt hat das QA nachgeladen. Ich glaube, sie können wieder raus. Nee, jetzt haben sie erst nachgeladen. Jetzt haben sie erst nachgeladen. Aber sie wollen nicht noch von der Salve gehen. Gut. Jetzt mit Karl Carsten Krampf haben sie so gesagt wieder 5 Mann. Ich meine, 5 Mann kann man es in der Theorie noch holen. Ja, aber ich sag's so. Ja, zwei. Du hast recht. 2 Tote, ne? Bei nur einem Match von 7 Mann oder 8 Mann. Also 7 Mann, Ich das meine, zwei ist Tote vor fatal. allem noch als, würde sagen, unterlegenes Regiment. Ja. Als Underdog im derzeitigen Verbind. Und wenn du 16 Mann hast und 2 Mann verlierst, naja, who cares? Also ist halt blöd, aber passiert. Aber wenn du 7 Mann hast und 2 Mann verlierst, dann hast du schon einen größeren Share an deinen Leuten verloren. Das will man nicht. Also sie laufen wieder nur weg jetzt bei der Salve. Stellen sich nicht auf. Leider, jetzt ist Ist die ja auch Frage, was ist blöd. die Taktik? Also ich meine, wie ein Kein Kaninchen vorm Verlust, Jäger. kein Treffer bekommen. Das ist halt Ist einfach positiv. so. Das KBB sind die Kaninchen und das QR ist der Jäger. Vielleicht ein bisschen böse, aber gerade. Es sieht so aus, weil ich meine, sie hüpfen hin und her Also, zwischen den ihr Hügeln. kennt ja auch Looney Tunes. Und da kennt ihr bestimmt halt Big Shungus. Und sie müssten einfach mal den Big Shungus machen und so den Jäger einen vor die Latze geben, wisst ihr? Aber das passiert gerade nicht. Ja, weil sie nur wegrennen. Ja, Deswegen genau. ist Das halt ist die das Problem. Frage, nur wegrennen. Ich glaube nicht, dass der Way to go ist, weil das QR legt jetzt wieder schön an. Aber Treffen nichts. dürfen nicht zu. Einfach gesagt, ich will Big Shungus vom ersten KBB sehen. Und das ist jetzt ein zu spätes wieder so gesagt aufstellen. Ja, da müssen sie flexibler sein. Da müssen sie einfach sagen, wenn sie gerade rennen, halt, links um, Feuer! Und nicht erstmal, nachdem sie geschossen haben, Aber ich weil finde das es auch QAA ist jetzt schon interessant, lange weg. es kommt nicht zum verfrühten All-Charge dadurch.
Ja, es ist die Frage, aber was kann das KBB machen? Wird auf jeden Fall mal Salven abgeben, das wäre ganz gut. Also, Das halt falls der definitiv, KBB-Offizier oder irgendwer es ja. hört, Ich glaube, gebt Salven sie ab, wissen stellt nicht euch mal ganz, auf. ich glaube, sie wissen nicht ganz, was QA ist, weil sie bewegen sich gerade so zurück und sie wissen nicht, wissen sie, was QA ist? Ich weiß es gerade nicht ganz, ich kann es nicht ganz beurteilen. Aber jetzt bewegen, doch, sie bewegen sich von ihnen weg. Ja, okay. Ja, aber könnten gleich wieder eine Salve anrücken. Ja, die haben gefühlt so viel Respekt vor dem QRA. Die müssen sich mal Ja. was trauen, mal ein paar Salven abgeben und nicht nur weglaufen. Weil im All-Charge hat man Genau. ja gesehen, wird es nicht Ja, besser. sieht's nicht gut aus. Genau das gleiche jetzt wieder. Sie laufen zwar mit Abständen, sie wurden jetzt nicht. Sie wurden, okay, sie wurden jetzt nicht getroffen, ne? Nein. Aber sie hatten zu viele Abstände und konnten Ich sich auch glaube, nicht das aufstellen. große Problem ist, das QRR trifft nichts auf eine hohe Entfernung. Das KBB rennt nur weg. Du drehst dich das immer nur im Kreis bis zum All-Charge, wo das QR dann aufräumt. Ich würde sogar meinen, das ist auf eine hohe Entfernung. Das ist jetzt nur ein Mann. Aber Faller hat gezeigt, dass er es kann. Und ich finde, da kann man Faller als Ja, absolut. Sniper verwenden. Wenn Als das KBB sich Precise jetzt mal aufstellt und Artillerie. Faller schießen lässt, anstatt weg nur Ganz genau. wegzurennen, wird das vielleicht noch was. Gucken wir mal. Let him cook. Let him Genau. cook. Also Erstes KBB. falls Maps und Flowns hört, stell dich auf. Wir wollen Faller sehen. Und nein, er rennt weiter weg. Aber was ist das hier? Also langsam könnten sie auch wieder aufeinander zulaufen, weil dann würden sie sich beim All-Charge treffen. Ja, Jetzt. es ist jetzt 3:30 wieder. Gleich gibt's. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel wieder als Salve ab. Also sie würden sich langsam jetzt wieder in 30 Sekunden treffen, ne? SQR hat sogar geschossen. Ist auch eine Strategie, die man anwenden kann. Vielleicht machen wir uns mal gegen die Glaube, Altpreußen. da Einfach gibt es immer jetzt so keine wieder Salve 30 mehr, wenn sich Sekunden. das QR versteckt. Ja. Ne, die warten jetzt auf den Outtouch. Die wissen ganz genau, die haben den Vorteil und nutzen den auch. Ja, warum sollten sie auch da aggressiv reingehen? Ich meine, sie haben. Also, müssen sie Ach, nicht. und Eisbär fragt, wie mein Leben als Kaiser läuft. Ja, sehr gut. Natürlich. Auch wenn das gestern schon, ja, erschütternd war, muss man mit leben. Muss auch bedenken, so. Wir sind das Vierte, ne? Ja, also alles gut. Wir sind ein gutes Regiment. Passiert. Ja, genau. Ah, oh, da gab es aber. Möpselfloh kann. Ja. Okay, Möpselfloh ist tot. Die Preußen Ja, haben den Faller wieder Sieg sein Kill. errungen. Ja. Einziger, glaube ich. Auf jeden Fall Maschine. Er wird, glaube ich, auch wieder MVP. Aber ich glaube, sie müssen jetzt langsam mal was ändern. So geht's gerade nicht weiter. Und ich meine, durchgängig weglaufen macht ja auch den Leuten nicht Spaß, ne? Wenn man dann noch im All-Shop nichts reißen kann. Ja, ich Ist nicht meine, wirklich so ein was paar Salven abgeben, wenigstens etwas. Also gibt endlich Salven ab. Ja, ein wenig. Da stimme ich zu, Santos. Ein wenig anmaßend. Macht nur ein bisschen Spaß. Ja, sie sollten einfach mal probieren, eine Runde aggressiv zu spielen. Mal schauen, wie es läuft, weil nur das Passive, ja, läuft nicht gut für die. Ja, wäre ganz gut. Warten wir mal ab so lange. Braucht ja wieder ein bisschen, bis hier alle aufgestellt sind. Ja. Aller vor Generalmajor. Also von der Leistung her auf jeden Fall nicht weit entfernt. Ein Unteroffiziersrang ist ja auf jeden Fall würdig. Naja, abhängig auch davon, wie gut in der Führung ist. Also Das ist eine gute Frage. Also es wäre die Idee, er ist ein Faller mal toller führen zu lassen. Mannschaftler. Er ist ein toller Mannschaftler, aber ich weiß natürlich nichts davon, ob er auch ein guter Ja, Führer aber ist, ne? ich meine, sie könnten ja mal ausprobieren. Oh, Fallas ist wieder als Linie gespawnt. Also mein Vorschlag wäre, lasst mal Faller führen, lasst den Jungen mal machen. Adam Cook. Wenn Okay. er schon die Kills macht, vielleicht, übergibt er es ja dann in die Mannschaft. Zugegebenermaßen, es ist recht hoffnungslos, sieht es gerade aus und ja, Ja, das. deswegen, da kann man ja auch ein bisschen ausprobieren. Ja, ich meine, ich glaube, gegen das Altpreußische, wenn wir gegen das Altpreußische spielen, dann lasse ich auch mal Fields führen, wenn ich so deprimiert werde. Ich glaube, das ist der Plan. Weißt du, so. Also, es ist eine gute Idee, mal einen guten Mannschaftler führen zu lassen.
Ach, sowas glaube ich seit dem letzten VBC nicht mehr gemacht. Okay. Im ersten und zweiten. Thomas Schelter, Olbrecht. Schelter war doch kein Mannschaftler, der war doch. Ich meine zu der Zeit, aber ich meine, so. Man mal. Wenn allgemein andere Personen führen lassen. Ja. Mal Storch führen lassen, wäre auch mal eine Idee bei uns. Doch. Naja, mit dem Motor am Fernkopf bei euch. Boah. Ja. Vielleicht kann er ja der Linien Accuracy Boost von 35% oder so geben. Fire Damage Received gegen den Gegner. Plus 3. Schauen wir mal kurz. Das KBB hat jetzt keinen Gardisten mitgespawnt, der erst spielt. Nee, die sind diesmal alle gespawnt tatsächlich. Das ist jetzt die Frage, was ist die geheime Taktik dahinter? Der Offizier hält nur noch einen Schuss aus. Aber sie gehen gleich für die Mitte. Aggressiv vor. Jetzt wird's. Oh, das wird jetzt. Sie hören. Und das QAA ja. Zieht sich zurück. Ah, sie sind an diesem linken Hügel, das QAA. Dieser ganz garstige Hügel. Das ist ein richtiger Fallenhügel. Der hat mich auch erschreckt gestern. Also, gucken. Wo ihr uns da. Bilden Sie vielleicht mal eine Treppe? Ich sehe, Schrödinger hat jetzt wieder. Hat er jetzt wieder das alte Symbol? Das ist crazy. Wild. Auf jeden Fall, was ist sehr wild. Was ist das hier? KBB. Denn auch nicht mehr eingesetzt. Vielleicht können sie ja die Zahlen noch später. Ich weiß gar nicht, ich habe ja gehört, dass Len. Also im Chat wurde er ja gehypt. Ist Len so gesagt eine sehr mächtige Person? Wie ist das bei ihm? Frage, also ich glaube, Erfahrung hat er schon im Gegensatz zu den ganz neuen alten KBB. Okay. Mal schauen. Oh, sie geben mal eine Salve ab. Das ist doch mal was Schönes. Das finde ich wirklich schön zu sehen. Sie haben zwar jetzt nichts getroffen. Geändert. Aber gefällt mir. Gefällt mir. Das QA läuft nur weg. Seht ihr? Das jetzt ist die Frage. Die haben Angst. Das QA, das hatte ich jetzt gesagt. Oh, sie haben geschossen. Ne? Gefährlich. Kann, ganz genau. Aber ich meine, das ist das Problem. Können dem QR jetzt hinterher rennen aber dann in die Falle oder sie bleiben dort stehen. Das QR rennt immer weiter weg. Es passiert nichts bis zum All-Charge. Ja, und vielleicht schafft Faller. Oh, das ist natürlich schade. Aber vielleicht schafft Faller. Vielleicht schafft Faller einen Treffer auf so eine hohe Distanz. Ich meine, besser was als gar nichts. Solange das KBW keinen Fool macht, ne? Passt das ja. Ja, also ich meine. Hoffentlich bekommen sie jetzt keine Angst vorm Schießen, gleich nach dem ersten FOL. Ja, da haben sie einmal geschossen und bekommen sofort einen vor den Kopf gestoßen. Ja. Guck mal, das KBB steht auf jeden Fall bereit und sie bewegen sich weg. Wahrscheinlich ist jetzt auch Angst vor dem Passivcall. Ja, das wäre jetzt noch so ein. Stehen sie schon recht lange, das stimmt. Oh. Fair. End weg. Ah, zu langsam. Fair schon wieder Kilometer weiter. Aber ich hätte jetzt aber auch Bock auf eine Weißwurst mit so süßem Senf, ja. Das kann man schon machen. Es ist schon lecker, das stimme ich zu. Schauen wir mal, das KBB nähert sich jetzt an. Hoffen wir mal, dass sie jetzt nicht Salve in die Seite bekommen. Ich glaube, das ist das Square plant. QR steht wieder. Oh, KBB rennt über auf Fläche. Warum? Aber sie stellt euch doch auf. Jetzt könnt ihr keine Countersalve machen. Lücken. Das QA ist wieder in Deckung. Das ist sehr traurig. Aber sie haben noch Faller. Nur ein Verlust. Faller. Auch nur ein Mannschaftler. Ja, jetzt sind sie wieder viel zu spät aufgestellt. Das dauert zu lang. Die Leute sind da schon hinter Deckung. Jetzt? Okay, jetzt kommt das QA. Kommt das QA? Nee, das QA kommt schon. Nicht viel hier aus Mannschaftlerperspektive. Ich meine, wenn sie sich beschießen lassen, dann müssen sie auch eine Salve danach reindrücken. Also zumindest versuchen, ne? Ach. Das QA schleicht zu den Dank. Vielleicht gehen sie ja gleich den Hügel hoch und kriegen dann eine Salve. Oder die verteilen das. Sie haben passiv bekommen. Oh, das ist natürlich Zeit fürs KBB. Sie müssen sich bewegen. Aber warum rennen sie jetzt da? Ja.
Gucken ja, wir das mal. QRA verändert jetzt seine Position. Was QR rennt weg. Hinten. Jetzt stellen sie sich hier auf und gleich ist schon wieder All Charge in einer Minute 30. Zeit ist nicht mehr. Ja, und das erste KBB ist halt, sie könnten eigentlich den Hügel, den vor sich hoch, recht sicher. Da kommt das, macht das QRA kein Offensivmanöver, sind dort sicher. Und jetzt dort stehen zu bleiben, ist ein bisschen unnötig, ne? Also bringt ihnen halt nichts. Ja, sie müssen halt wirklich jetzt ran. Genau. Und das QR kann jetzt wirklich die letzte Zeit weg sein. Rennt einfach weiter weg, weil was... Warum sollten sie? Warum sollten sie sich darauf einlassen? Es spielt einfach wieder für den All-Charge, weil genau. Sie genau wissen, das werden sie zu 100% gewinnen. Ja, wenn das erste KBB dich sagt, so, wir gehen euch jetzt nach, wir knallen euch jetzt auch auf 80 Meter Entfernung ein paar Salben rein, dann wird das nix. Also zumindest schon mal ein schöner Versuch zu sehen, dass sie geschossen haben. Ja. Aber, ja, das QA kann halt chillen. Und ich meine, es ist so viel Map offen, also das QA wird ja nicht irgendwie in die Enge getrieben. Sie bekommen man kann immer schön auf dieser Map im Kreis gehen. Im Kreis, im Kreis, ja, im genau. Kreis. Und zur Not geht man eine auf den Hügel in der Mitte, weil dort kann das KBB nicht hinpushen, weil außenrum immer nur flache Fläche ist. Ja. Aber du musst halt, wenn du offensiv spielen willst, musst du vom Hügel runter, weil der Feind kann sich ja einfach zurückziehen auf irgendeine Seite. Das ist das Problem. Aber im Allgemeinen, ja. Ja. Na gut, jetzt ist gleich All-Charge in 5 Sekunden. Ach man. Aha, Walter hat auch gesagt, die wissen, wie sie es ausspielen müssen. Apanus, Walter Weiß, anders auch genannt. Ja, hat confirmed, dass das gerade wohl die, zum Teil die Strategie ist. Ne? Okay, zumindest stellen sie sich jetzt vernünftig auf, das ist auch schon mal was, dazu vorher. Wo jeder einzeln reingerannt ist. Nahkampfformation okay. Eingenommen, ja, vielleicht. Aber die linke Flanke ist zu weit vorne. Ja. Es geht sogar, es geht. Okay, oh, Schwarze, es gibt diesmal jemand anderen als Faller. Faller hat diesmal gar keinen Kill gemacht. Faller hat diesmal keinen Kill. Die Preußen haben den Sieg errungen. Aber diesmal hat Schwarzenbeck diese Rolle übernommen. Jo, Schwarzenbeck hat einen Kill. Aber ich muss schon sagen, ich bin schon fast traurig, dass Faller jetzt nicht noch einen Kill gemacht hat. Ja, also, so, ich würde sagen, wir sind bei der Halbzeit spielen, angekommen. Oder? Ah, die Halbzeit, ja. Mhm. 5:0 bis jetzt. Mal schauen, ob das KBB das Blatt noch drehen kann. Zumindest 1-2 Punkte. Sieht erstmal nicht gut aus, aber wenn sie ihre Taktik nicht ändern, wird das glaube ich auch nicht. Ja, und wenn, also mit der Taktik und mit dem, was das QA macht, das wird nichts. Genau. Ja, sie müssen einfach aktiver sein, mal was machen, nicht nur hinten stehen und auf dem All-Touch warten. Offensive Position. Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Ja. Ja, jetzt könnt ihr euch alle, damit ihr nichts von diesem Match verpasst, vielleicht noch was zu trinken holen, was zu knabbern und dann zur nächsten Halbzeit zurückkommen. Weil es ist gerade 5:0. Zu 0, das QR spawnt etwas rein. KBB stellt sich gar nicht auf. Ich bin ja ein bisschen so, dass vielleicht holt das KBB jetzt noch 2 Runden. Kann sein, wer weiß. Ja. Weil gerade das QRA ist wirklich sehr passiv, also bewegt sich sehr weit zurück. Wir können ja nochmal auf die Kicktipp-Tabelle schauen. Also, wer hat denn wie getippt? Also, Ares 3:7. Wollen wir mal gucken. 2:8, Dario 2:8. Ja. Aber sonst liegen dann viele auch bei 0:10 oder 1:9. Okay. Müssen wir schauen. Also ich glaube, da ist jetzt erstmal noch nichts. Noch niemand großartig raus. Jo. Ich würde jetzt irgendwie gerne mir ein Statement abholen von den Leuten auf dem Boden, aber ach, ich weiß nicht. Faller hat mir geschrieben, kein Nahkampfkill, er tritt zurück. Ja. Er ist sehr enttäuscht von seiner eigenen Leistung. Wir sind auch enttäuscht, Faller. Ich hab, also... Ich glaube, er muss eher fortreten. Mein Herz blutet. Ich glaube, das ist die Möglichkeit, wie Faller wirklich durchzieht. Ja, Faller auch ein bisschen mehr Salben zum Schießen geben, ne? Auch wenn das QA ganz gut steht. Ja, ja, gerade das KBB macht nebenbei Melee. Jetzt gerade, okay. Ja,
Können wir uns ja mal kurz anschauen. Boah, ja, ja, genau. Hier, mach mal den Zoom auf Faller. Okay, Faller geht rein. Faller geht auf Cedric. Oh, okay, Cedric. Faller ist tot. Oh, Mann. Schauen wir zu. Was tut er? So, Faller super. Geht auf den Offizier. Faller, Faller gegen Wöxenpo. Oh, okay. Da hat Wöxenpo gewonnen. Ich meine, das Schwert kann schwierig sein zu blocken. Jonas von Schwarzenegger gegen Wöxenpo. Und Carsten Krampf geht rein. Carsten Krampf! Jawohl! Und da wurde einfach erschossen. Hey, du kannst ja auch mal reingehen, als unser Reporter. Ja, darf ich? Ich geh mal rein. Ist ja jetzt Pause. Da spricht ja nichts gegen. Soll ich mal zum ersten KBB gehen? Geh mal zum ersten KBB. Müssen ja auch hier ein bisschen den Underdog unterstützen. Ach, hallo. Hallo, Cedric. Ich bin hier Frontreporter. Oder vielleicht mal jemand zum Kampf raus. Guten Abend. Nee, soll ich mal, das kann ich nicht machen. Das ist ja der Anschau. Ja. Was ist Ihr Statement? Wie planen Sie noch Runden zu gewinnen? Da setzen wir jetzt hoffentlich in den nächsten 5 Runden drauf. Ja, so würde ich das sehen. Wir haben direkt vom Generalleutnant Order bekommen, aggressiv reinzugehen, also muss das passieren. Okay, freut mich zu hören. Ich war für den König von Bayern. Sitzt ihr hier auch in der Schlacht? Ja. Ja. Jawohl. Jawohl. Ja. Ja gut, und ich sehe, sie ist auch aktiv am Einspielen gegeneinander. Also ich bin... Oh ja, ja. Ja. An Nahkampf sind wir leider unterlegen, da macht man leider nichts, aber dementsprechend gucken wir mal. Wir sind die Besten. Ja, ja. Das beschreibe ich. Ja, dann sind wir mal gespannt, was sie uns in der nächsten Halbzeit zeigen. Männer. Ja. Dann schaue ich mal beim QA vorbei. Zeit, glaube ich. Ja, noch 10 Sekunden ungefähr. Oh, noch 10 Sekunden. Och Mann. Hallo. Hallo. Gut, ich glaube, da können wir keine Konversation mehr anfangen. Sagen. Die Preußen haben zurück. Den Sieg errungen. Boah, aber ist auch schon mal interessant, dass das KBB wieder von ganz oben geleitet wird. Generalleutnant persönlich. Und wir haben gehört, sie wollen jetzt aggressiver spielen, wenn sie es machen. Ja, wir sind gespannt. Auf jeden Fall. Das kann was werden. Das können gewonnene Runden werden. Und gerade für mich wichtig, zum einen will ich sehen, dass das erste KBB ihre erste Runde im VBC holt. Und zum zweiten will ich sehen, dass mein Kicktipp richtig wird, und zwar das 9:1. Das wäre ja schade. Ja, aber ich finde auch schade, dass der Generalleutnant da nicht persönlich mitspielt, der Sator. Nein, der war jetzt auch 2 Jahre nicht mehr da, genauso wie das KBB, lange Zeit ab und zu wieder aufgetaucht unter verschiedenen Namen. Drittes KBB, zweites KBR, RHP. Aber jetzt sind sie ja wirklich wieder in Originalform zurück. Schauen wir mal. Ich würde eigentlich immer noch gerne das Gameplay vom Generalleutnant sehen, der persönlich sein Regiment zum Sieg. Vielleicht macht er es ja im Hintergrund. Er zieht die Fäden. Ja. Er gibt die Befehle, wo muss es lang gehen. Genau. Schauen wir mal. Mal zum Spiel. Jetzt führt der liebe Jonas von Schwarzenberg. Und beim QA weiterhin Borkenox. Ja. Borkenox. Immer, was jetzt wird. Ich meine, wenn jetzt das erste KBB auch offensiver spielt, vielleicht antwortet auch das QA, wie auch immer, dann könnten auch die Runden ein bisschen schneller gehen, weil gerade ja. zieht sich. Wenig, ne? Es zieht sich. Zieht sich, dafür ist nicht viel passiert. Ja, wir können jetzt nur auf ein paar spannende Runden. Schauen wir mal, ich hoffe genau. Persönlich darauf, dass das KBB jetzt sagt, weil das QA hat jetzt nicht mehr ihren Hügel hier vorne.
haben. Entweder das KBB sagt, sie nehmen den alten Hügel Square, oder sie pushen jetzt einmal schön straight die Mitte. Schauen mal, wie es läuft. Wer gestern beim Match sehr oft gesehen hat. Ich will, dass sie einfach immer nachdrücken, denen eine reinpretschen, ein paar fetzige Salven. Können sie auch Männer verlieren, ist mir egal, aber ich will Blut sehen. Ich will Blut sehen. Und das. Schauen wir mal. Ja. KBB so erst schnell wie möglich. Len Schneider wieder da. Ja. Haben sie wieder ausgetauscht? Ah, sie gehen rechts rum. Schade. Na gut, aber jetzt sieht also man sieht hier rechts rum das KBB, links rum das QAA. Die werden sich auf der Seite treffen. Das ist schon mal angenehm. Sie gehen nicht in unterschiedliche Seiten. Okay, beide stellen sich auf. Jawohl! Stopp. Und hat zwei Salven, nichts getroffen jeweils. Hat das KBB getroffen, oder? Faller wurde getroffen. KBB hat aber nicht geschossen. KBB hat gar nicht geschossen, sie standen einfach nur. Ja, die haben jetzt das angelegt, obwohl sie da so gut standen. Das war sehr schade. Ja, da haben die, glaube ich, nicht gesehen. Daran lag es. Ja, gut möglich. Aber jetzt können sie bestimmt wieder, guck mal, jetzt müssen sie stehen bleiben, nach links oben und dann reinballern. Oh. Zu spät eine leider. Ist geliebt. Len Schneider hat die Runde verlassen. Game abgestürzt. Nein, wir haben Len Schneider verloren. Das ist schlecht fürs KBB. Der erste KBB hat auch gerade, sind auf 5 Mann runter. Das ist an sich, also es wäre ein Wunder, wenn sie mit 5 Mann es jetzt auch schaffen, diese Runde zu gewinnen. Also allein wegen der Unterzahl, das ist schon hart. Das ist wirklich sehr hart. Okay. Das erste KBB aufgestellt. Ein paar legen sie auch schon an. Ich glaube, das QAA, das wird. Macht den Jürgen voll. Die sind dort gesneakt dahinter. Die könnten lassen. QAA. Ja, passiv. Sehr cool. Jetzt müssen sie raus. Problem ist, sie werden jetzt einfach nach hinten gehen, ja. Ich finde das ein bisschen schade. Ich finde das QAA, das müsste gar nicht so passiv spielen, um zu gewinnen. Die könnten da auch ein bisschen als Zuschauer und Kommentatoren ein bisschen mehr von ihrer, jetzt zeigen sie uns ein bisschen ihre. Aber ich weiß nicht, die aggressive Seite des KBBs ist eher so, nach vorne gehen, aber nichts tun dabei. Das ist gemein. Aber ja, sie müssten die jetzt mal aufstellen. Jetzt sind sie vielleicht gleich da. Mal gucken wir mal. Jetzt sind sie da und es haben noch nicht alle. Aber, dass QA jetzt schneller nachgeladen hat, könnte das gleich tödlich. Und sie sind auch ein bisschen. Ja, sie müssen sich aufstellen, Feuer, Feuer! Leg doch an! Nein! Aber nur ein Kill. Aber Faller, sie haben Faller getötet und es sind eh schon 2 Mann weniger. Also sind jetzt 3 Mann weniger. Das ist fatal. KBB Kill. Oh. Oh. 2 Kills. 2 Kills. Okay, das ist bisher die beste Runde des KBBs mit den wenigsten Mann. Also trotzdem noch 2 Kills rausgeholt. Gestorben, Tobi Reis und wer auch immer Gunnershot ist. Ja. Ja, schauen wir mal. Das QR hat jetzt offiziell 6 Punkte. Das heißt, sie sind jetzt, haben jetzt genau 10 Punkte und teilen sich jetzt den ersten Platz mit den Altpreußen. Stabile Leistung auf jeden Fall. Kurzzeitig Erster. Schauen wir mal, ob das sich heute Abend noch ändert. Das wird sich heute Abend sicher ändern. Entweder das 21. oder die Altpreußen noch ein paar Punkte holen werden. Oder beide. Vielleicht wird es ja auch ein Unentschieden, man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall, glaube ich, fast das spannendste Match der. Wie sage ich, der ganze Season. Das ist ja recht, die ganzen Favoriten sind. Beiden. Es ist recht entscheidend dafür, wer jetzt das genau gewinnt. Ich meine, Vierter hat jetzt schon verloren gegen das I21. Also ich denke, es wird einfach es sich dort entscheiden. Heute Abend passt das schon das Entscheidungsmatch für die Season. Heute Abend, 19.30 Uhr, live auf Twitch. Genau. Könnt ihr reinschauen. Schaltet ein. Es wird ein Fest. Dabei. Es wird ein Fest. Das hat man nur einmal jede Season, I21 gegen Altpreußen. Ja. Schauen wir mal wieder rüber. Die beiden Parteien stellen sich schon auf. Hoffen wir mal, dass KBB pusht jetzt endlich mal rein. Geben ein paar Salven ab. Ich meine, sie haben zumindest schon mal 2 Kills letzte Runde gemacht. Aus der Unterzahl. Cool. Gab wohl einen Fool. Ja. Nebenbei erwähnt, wollt ihr mal die Steine auf der Map bewerten? Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, ne?
wie viele Punkte würdet ihr dem Stein in der Mitte geben? Von einer Skala von 1 bis 10. Stein in der Mitte? Ja, der auf dem Hügel ist. Wie viele Punkte bekommt der? Also, von mir persönlich. Ja. 1 bis 10 würde er, glaube ich, eine 7 bekommen. 7. Man kann sich von allen Seiten hinter diesem Stein verstecken. Mhm. Er ist groß genug, sodass mir auch die ganze Linie hinterpasst, würde ich sagen. Man kann da drum immer im Kreis gehen. Vor allem ist er auch an der schönen Position. Auf dem Hügel, wo eigentlich sonst keine Deckung ist, ist dieser Stein eigentlich wirklich perfekt. Boah, ich würde ihm schon 9 oder 8 geben. Ja, 9 oder 8, ja. Laut der Beschreibung ist es 7 da zu wenig. Das ist ja quasi vergöttert. Genau. Ja gut, das ist eigentlich wahr. Er hat auch ganz keine Stein. Kurven und Kanten. Also das gefällt einem anderen Stein. Ne? Ist schon toll. Das man kann sich draufstellen, hinter... Eigentlich alles perfekt. Hinter ihm sneaken, genau. Das gefällt. Man kann von ihm hervorschießen. Man kann einfach nur hinter ihm sein, chillen. Schauen wir mal, Faller wieder als Linie. Situation einfach. Okay, wenn ihr einen Stein seht, wo ihr unsere Bewertung wollt, dann natürlich auch an den Chat, aber auch an die anderen Kommentatoren, dann könnt ihr das gerne sagen, wenn wir einen Stein bewerten. Also, keine Scheu. Ein neues Segment für die Pause, oder was? Ja, so gesagt, wenn gerade vielleicht die Leute voneinander weglaufen und hier nicht wenig und hier ein bisschen wenig passiert. Oh, das QA stellt sich auf. Jetzt kann ich bleibt stehen, rechts. Nein. Um. Feuer. Nein. Aber Faller ist nicht raus. Und jetzt versteckt sich das QR gleich. Ah, ne, sie rennen weg. Warum rennen sie weg? Das KWIB geht einfach weiter, sie ignorieren es. Ich weiß es nicht, wieso. Ich muss zugegebenermaßen, ich finde das hier von einem QA fast schon zu passiv. Also ich weiß, sie gewinnen damit, aber sie haben jetzt schon zwei Leute raus, sie haben die Überzahl. Ja, natürlich, also, aber ich sag so, sie spielen wirklich auf safe runter, die wollen die 10 Punkte in der Tasche. Ja, ist auch legitim. Oh, aber... ich seh's gerade, der Generalleutnant, Freiherr von Feder ist jetzt dabei. Als Sergeant. Wow. Das schon... Okay, das ist schon eben. Das verändert einiges. Er tritt in die Luft, er hat's. Oh mein Gott! Freiherr den, von Feder! Er dodgt den Schuss! Getroffen. Ja, und den anderen hat er gedodgt. Er hat sich auch die Luft getreten. Das war sehr mächtig. Das war wirklich sehr mächtig. Ist auch noch im alten Regimentsregister. Also. Ist mal wieder interessant, seinen alten Regimentschef hier zu sehen, muss ich sagen, als Ex-KBBler. Achso, hast du da gute Emotionen bei ihm? So. Boah, ist 2 Jahre her, also. Achso. Er hat lang nichts mehr von ihm gehört. Mal schauen, vielleicht. Führt er das KBB jetzt doch noch zum Sieg? Gucken wir mal. Ja. Wir sind gespannt. Ich meine, es gibt dem Regiment, es gibt jetzt mit den Leuten, die Moral. Da sind, Moralboost, ja. Also wieder jetzt also, der König von Bayern auftauchen. Oh mein Gott, in EO4 würde man sagen, plus 50% Moralboost, das war ein Fuhl. Und der Generalleutnant schießt nochmal, Headshot. Vor seinem Tod ein Headshot. Ja. Ganz genau. Er hat ihn noch geholt. Er hat noch geholt. Mit dem Kill. Oh, aber nun so extrem. Mit dem Kill fürs KBB. Erster Platz. Ich sehe ihn schon als MVP eigentlich. Muss ich sagen. Ja, sehr schöner Schuss. Auch wenn es vielleicht ein kleines FOL war. Aber ich glaube... Kleines aber nur. Ganz kleines. Das stört jetzt auch nicht mehr. Ja, das hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Ja, ist halt wirklich eine EO4-Reference. Also, das gibt's... einen Big Moral Boost. Ne? Wenn da der Herrscher da ist, ich glaube, der hat den Trade Inspiring Leader, ich glaube, plus 5% Moral, dann hat er noch die Frankreich gewählt und hat plus 20% Moral allein von den Traditionen und Ideen. Ich finde es sehr gut, dass die Nachricht von Komet gelöscht wurde. Das gefällt mir. Dankeschön an den Moderator, wer auch immer das war. Ja. EO4 darf hier nicht beleidigt werden. Genau, das ist... Nein, hier gibt's keine Zensur, das ist einfach die Wahrheit. Okay? Opinion rejected. So ist es. Da steht's. Keine Beleidigung, kein Rassismus, keine Pornografie, kein Respekt haben, kein Spamming, keine Politik. Das ging gerade gegen alle diese Sachen. Ich wollte gerade sagen, klang da gerade wie eine To-Do-List. Kein Respekt haben, als wäre es eine Mission. Nehmen die Mission. Gut. Schauen wir weiter. Ja. Der Generalleutnant, Freiherr von Feder, immer noch unterwegs mit dem Zerjumpen. Schauen wir ihn uns warte, an. Geh mal kurz zum QA, da gibt's gerade einen Fight zwischen Lolban und Schwarzsee. Oh mein Gott, das ist spannend. Schau dir das an. Oh, Lolban geht für den Tritt und da schlägt
Er täuscht an. Was war das hier gerade? Was war das gerade? Und sie heilen sich kurz. Sie heilen sich kurz. Oh mein Gott. Okay, es wird sogar angetäuscht. Es wird gedodged. Wow. Oh, da hat Lollmann versucht zu schlagen, aber Schwarz, sie hat ihm den Kick gegeben in die Nüsse. Oh, Lollmann mit der Combo. Die Combo, noch ein Tritt. Und jetzt erstmal heilen. Man will ja fair sein. Und ein Schlag! Ja! So muss das. Es ist sehr spannend hier, dieser Kampf. Sogar das QR schaut zu. Einer dreht sich ganz interessiert um. Was geht dort ab? Ich glaube, der Rest verwendet die Orbital Cam. Die tun nur so, als ob sie. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Tun so, als würden sie sich konzentrieren. Genau. In Wirklichkeit. Oh, Lollmann gewinnt! Lollmann gewinnt das Duell, genau. In Wirklichkeit hat sie einfach. Bock, jetzt schon. 10 Minuten Sperre, Ayo. Okay. So, geht es los. Schauen wir mal wieder zum KBIB. QRR. Pusht scheinbar straight nach vorne. KBIB wieder zur Seite. Oh, verdammt. KBIB mit Möpseflor an der Spitze und dem Generalleutnant ganz hinten. Schauen wir mal. Bitte, geht. Noch weiter nach vorne. Holt euch diesen schönen Hügel. Ihr seht ihn doch dort vorne, den das QR benutzt hat. Mhm. Der Hügel ist wirklich sexy. Jetzt noch einen Schritt rechts. Komm, rechts, rechts, rechts. Ah, hier haben wir wieder einen Stein. Wollt Was tun sie? Werden? Was ist das für eine Linie? Eine Solange jetzt die Doppellinie. Das ist, ich weiß auch nicht, was es ist. Oh, ja, vorherige Runde, genau. Das war der Freiherr. Aber dieser Stein hier. Auf dem Hügel. Ah. Er sagt so, der Stein würde von mir, glaube ich, wirklich nur eine 6 bekommen. Kann ich nachvollziehen. Er gibt nicht in alle Richtungen. Genau. So man hat keinen kompletten Schutz. Man kann auch nicht wirklich drüber schießen. Hinterhocken kann man sich, ja. Aber mehr auch nicht. Ja, also gefällt mir auch nicht so. Ist ein bisschen klobig. Nee, nicht so attraktiv. Schauen wir jetzt erstmal. Oh, das QR stellt sich auf. Ja. Gibt auch gleich eine Salve ab. Haut ab. Die ziehen sich erstmal wieder zurück. Haut ab, aber es gab auch keinen Treffer. KBB nicht getroffen. Hat aber auch keine Salve im Gegenzug ausgeteilt. Jetzt stellen sie sich wieder auf, aber das QA hat bestimmt wieder nachgeladen. Oh, jetzt ist KBB dran. Immer. Also. Ja. Komm, QR, jetzt müsst ihr auch mal da wirklich. Geht hoch. Gebt euer Bestes. Ich will eine Salve sehen vom KBIB auf euch und eine von euch aufs KBIB. Genau. Oh, jetzt kommt das wenn jetzt kurz bitte. Oh, das KBIB geht sogar einen schönen Hügel hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Umpositioniert. Aber bitte nach Südwest. Geht wieder runter. Ich weiß nicht, was runter. Sie da tun. Wo gehen sie hin? Der Feind ist weg. Der Feind ist links von euch. Leute. Sie gehen einfach weiter. Ja. Sie müssen eigentlich jetzt sich so ein bisschen eine Drehung machen, damit ihre Leute besser schießen können. Oh, jetzt, sie stehen. Sie gehen einfach weiter. Was machen sie? Hauen einfach. Gut, aber sie wurden nicht getroffen. Aber warum also geben sie keine Salbe ab? Sondern gehen einfach weiter schräg. Einfach. Also der Freiherr, ich weiß nicht, ob er Moral gibt, aber er gibt definitiv Fire Damage Received minus 90%. Also das QA macht gar keinen Damage. Er will die Mitte jetzt. Mit dem Generalleutnant an seiner Seite. Ich call es einfach, das ist die Runde. Wenn eine Runde gewonnen wird, dann also, ich sag's so, Öpsilflo, Faller und Generalleutnant, drei gute Spieler. Mini-Boost, rein damit! Jawohl! Oh. Yeah. Ja, das war, okay, das war ein Kill. Ja, das war scheiße. Der Generalleutnant ist gefallen, das war nicht gut. Ja, aber es gibt noch Faller, es gibt Möpsilflo, es war eine Salve. Mhm. Wir haben es probiert. Ja. Ja, okay. Ja, Schwarzenberg hatte auch schon ein paar Kills, also ist auch ein guter Spieler. Sie ziehen sich zurück. Ist schade, dass er raus ist. Oh, und das QRR. Was machen sie? Gehen sie hinterher? Wollen sie? Also ganz ehrlich, da könnte jetzt mal das QRR ein bisschen nachgehen. Also, oh, komm schon, QRR. Doch nicht, also der Stein ist sexy, da stimmen wir dazu, aber ein bisschen jetzt in die Offensive gehen. Das sind nur noch drei, also in Anführungszeichen nur noch drei Leute. Also. Also drei Leute, da müssen sie eigentlich nicht mehr so fürchten. Genau, also vielleicht ist es jetzt auch so... Aber sie wollen es, glaube ich, sicher ausspielen. Da sie jetzt bei uns nur, sag ich mal, 4 Punkte haben, was sie, glaube ich, nicht wollten, wollen sie jetzt das KBIB dafür 10-0 abziehen und werden jetzt richtig durchziehen bei den anderen Regimentern. Oh, ich sag ein Kill. Ein Kill kriegen sie. Ich sag, oh nein, Falle! Okay, 69,9, also das war 69, also... War ein nicer Schuss auf jeden Fall. Getötet, war ein nicer Schuss.
Schauen wir mal. Und? Was meint Aurelian mit, es war eine Salve, Hess? Ich weiß nicht, worauf er hinaus will. Aber was war es jetzt? Ach, egal. Oh nein. Oh nein, jetzt ist... Das Gürteltier hat den Murks raus. Aber jetzt der Offizier. Jetzt könnte er sich verewigen in the Hall of Fame of VBC. Er täuscht an. Oh. Und Aua. Ich will anmerken, dass meine Anmoderation episch gewesen wäre, hätte er es dann geschafft. Ja. Ja, das allerdings, aber naja. Gut. Sind wir nun beim 8-0? Schwierig. Zwei Runden noch. Es sind noch viele, sag ich mal, Tipps drin. Wenn sie es schaffen. Weiß es ja, nicht. Runde. Na, ich weiß es auch nicht. Ja. Ich muss sagen, ja, es sieht nicht gut. Sieht nicht gut. Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, also meine Generalleutnant ist ja auch erst, glaube ich, vor zwei Tagen wieder auf den Discord gekommen. Vom KBIB, also er ist wieder beigetreten. Sofort okay. Beim Match dabei. Ich glaube, das könnte gut sein fürs KBIB. Auf jeden Fall einen neuen Mann, vor allem auch einen neuen starken Mann, der auch weiß, was er tut, würde ich sagen. Vor allem Moralboost. Mit sehr viel Erfahrung und als Moralboost. Wie ist das überhaupt mit dem ersten KBW? Wisst ihr, an wie vielen Events die pro Woche teilnehmen? Weil bei uns habe ich die ja schon lange. Also Murks! Nicht so viel. Bewegen Sie Ihren Arsch! Okay. Die Offizier schreit gerade die Mannschaft an. In alter KBIB-Manier. Ja, also ich glaube, sie nehmen nur an unseren zwei Events teil. Mehr nicht. Jetzt sagen. Aber ich glaube, sie haben noch ein paar mehr Trainings jetzt in der Woche. Sie auf dem VBC vorzubereiten. Okay, Maurer hat geschrieben, Brandstille, wir schreien nicht. Na gut. Wenn er das sagt, da ist ja die Frage, wo bist du gerade im Gefecht, während dein Regiment kämpft? Okay, ein sauberer. Saubere Doppellinie fast. Ah, du bist im Discord am Coachen. Natürlich. Na gut. Selbstbespielen wäre vielleicht auch eine gute Idee. Ich meine, wenn man zu viele Coaches hat. Erstmal den ersten KBW beitreten, ganz kurz, oder wie? Ja. Schauen wir mal, KBW. Was macht's diese Runde? Sie gehen wieder rechts rum. Fehlen diesmal zwei Mann, die nicht reingeladen sind. Hey Maurer, ich weiß. Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich bin. Gab ja auch niemanden anderen. Nur Bären. Aber okay. Schauen wir jetzt erstmal, ob das KBB jetzt eine Salve raushauen kann. Ich muss sagen, also Remix, hast du gerade eigentlich sehr gut geschrieben. Anlegen, ablegen, weglaufen. War die gute Reihenfolge. Aber vielleicht locken sie auch nur das QR zu sich. Wenn das QR pusht, sich jetzt an den schönen aufstellen. Ja. Ach, so langsam. Bin mit meinem Latein am Ende. Hoffnung aufgegeben.
Ja, ich weiß nicht, was man jetzt noch machen kann. Ich war schon eh immer schlecht in Latein, nebenbei erwähnt, aber. Ne. Ne. Ich meine, das KBB hat jetzt halt auch nur 5 Leute, das ist. Also. Das grenzt ja schon fast am Unmöglichen, da jetzt noch eine Runde zu gewinnen. Bei 7 Leuten auf der Gegnerseite. Ach. Wirklich. Also, da müsste schon irgendwie alles. Oh, Salve ohne Treffer, mal gucken. Ah. Leider nichts. Leider nichts. Schauen wir mal kurz. QR Berlin. Hält sich gleich wieder auf, will gleich noch eine Salve abgeben. KBB währenddessen rotiert noch. Ein ja. Treffer. Kass! Karl Carsten Krampf. Darf ich mal kurz anwählen, dass dieser Name voll geil ist? Karl Carsten Krampf. Wurde rausgeschossen. Magisch. Schauen wir mal. Vielleicht stellt sich das KBB jetzt auf. 20% der bayerischen Streitkraft wurden somit vernichtet. Ja, ja. Aber ich meine, die besten Männer leben noch. Oder? Wenn nicht. Ja. Wo ist Faller? Okay. Wo ist, wurde nicht reingeladen? Er wurde nicht reingeladen, oh mein Gott. Das ist also kein gutes Zeichen. Ohne Faller sehe ich wirklich schwarz. Das muss ich leider sagen. Ah, der Offizier. Aber. Jetzt führt der Generalleutnant. Ganz genau. Remix hier im Chat. Nett sein. Ne? Also. Dem Faller hat getötet, es gab Kills vom ersten KBB, das kann man hier nicht so sagen. Das ist gemein. Wirklich, wirklich. Okay. Ja, das KBB muss aber sie auf bleiben ständig. Sie bleiben jetzt stehen und laden nach und werden gleich schießen. Ja, Gott ich mein, mit ihnen. Und der so. Generalleutnant, Freiherr von Feder, jetzt an der Führung. Oder? Führt Möpsel Flo. Gucken wir mal, weil es erstes nach vorne geht. Oder gar niemand. Oh, na, ist der Generalleutnant. Erstmal erleben wir jetzt seine Führung. Schauen wir mal. Oh, oh. Er pusht hinterher. Stellt sich auf. Webster floh raus. Ja. Verlust, da, Verlust. Aber es ist der Freiherr da. Und Leon. Weil sie chargen? Wäre eigentlich geil, würden sie jetzt. Warum schießen sie nicht? Nee, einfach Ehrenmänner. Okay. Ah. Ah, aber. Ja, ein Teamkill. Ein Teamkill. Ein Moment, ganz kurz. Spartarisch machen. Sofort wieder. Warten wir mal ab. Jetzt ist nur noch ein Punkt möglich. Ich glaube, es wird auf 10-0 hinauslaufen. Unheim, was hast du getippt? Ich habe 3-7 getippt. Also mein Tipp ist schon abgefahren. Gern ab. Ja, ich hatte Hoffnung, dass das KBB vielleicht etwas verbessert ist in der Zeit vom letzten Match. Aber ja. Also die Linienbildung ist auf jeden Fall besser. Das auf jeden Fall. Das können wir sagen. Sie sind auf jeden Fall schneller geworden, aber leider fehlt irgendwie diese... Ja, die Aggressivität und das Aufstellen. Sie müssen sich auch wirklich dann aufstellen, wenn der Gegner, sag ich mal, auf sie zukommt. Dass nicht der Gegner immer als erstes schießt. Ja, ja, sie sind da vielleicht etwas langsam, was das angeht, Entscheidungen zu treffen. Eine Reaktionszeit fehlt, ganz klar. Ja. Ja, ja. Gut, schauen wir mal. Letzte Runde. Oh, der Generalleutnant, Freier von Feder, als Offizier jetzt. Das sehen wir jetzt zum ersten Mal. Vielleicht wird es ja das Match ändern. Schauen wir mal. Es sind sogar gerade über den Stream die Zuschauerzahlen gewachsen. Also wir sind von 28 zu 41 hoch. Sehr interessant eigentlich. Wenn man bedenkt, wie das Match gerade läuft. Also recht undynamisch. Aber freut mich zu hören, dass noch mehr in den Stream gekommen sind. Ja, hallo. Ich meine, für die letzte Runde jetzt unter der Führung des Generalleutnants. Schauen wir mal.
Ja, da muss man eigentlich zuschauen. Ja. Okay, er ist sehr beschäftigt. Ich glaube, vielleicht hat er gerade so ein Ritual durchgeführt. Für den Sieg. Aber ich meine, jetzt sind es doch nur noch zwei Leute. Also da kommen doch noch welche, oder? Oh. Ja, Carsten Krampf. Karl Carsten Krampf. Aber wo ist die restliche Mannschaft? Wie er lebt und lebt. Ich weiß nicht. Meinst, geht er jetzt schon? Doch. Eine Stunde. 16 Minuten. Eine vielleicht haben sie jetzt keine Zeit mehr. Und vielleicht. Ach komm, dann müsste jetzt doch eigentlich der liebe Maurer einspringen. Der so schön coacht, kann jetzt auch mal ein bisschen. Meint, ist ja nicht mehr viel zum Coachen übrig. Für die letzte Runde, einmal rein. Ja, mein 9 zu 1. Oder wo ist Faller? Sieht damit echt kritisch aus. Also. Schade. Er hat den Dämon des Verlierens besiegt. Also, ich hätte echt gerne jetzt Faller noch die Runde gesehen. Und die Runde davor, weil. Ach, noch mehr Kills für sein MVP. Aber dann okay, Maurer hat geschrieben, er hatte keine Zeit jetzt mehr, um die Mods runterzuladen. Das geht sich nicht aus. Boah. Schlecht fürs KBIB. Mit 4 Mann. Ah ne, 5. Wer ist noch eingeladen? Möpselflo. Okay. Oh, 5 wenigstens etwas. Kommt die Kavallerie, so gesagt. Ja. Schauen wir mal beim QR. Die stellen sich wieder auf und gleich ihre Salve ab. Hinterher. Oh, KBB. Rückt nach. Aber das QR ist schon lange verschwunden. Er taucht auf dem Hügel auf. Das könnte jetzt schnell gehen. Kein Treffer. Let's go. Oh, schön. Yeah. Karl. Aber, Karl. Oh, jetzt, okay. Warum gehen sie auseinander? Warum laden sie nicht nach? Sie teilen sich aus. Sie alle machen jetzt einen Tool We Want. Okay, der Generalleutnant. Komm. Oh, schade. Okay. Die Preußen das ist doch das 10-0. Ja. 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 10-0. Was soll man dazu noch sagen? Es wird GG in den Chat geschrieben. Auf jeden Fall. Karl Carsten Krampf schreibt auch ein GG. Beide Seiten haben sich Mühe gegeben, haben ihr Bestes gegeben. Ja. Ja, was können wir jetzt daraus lernen? Ich würde sagen, das KBB hat sich verbessert. Hat auf jeden Fall auch, sag ich mal, gute Leute noch dazu geholt. Wie man sieht, den Generalleutnant. Ja. Formationen gehen auf jeden Fall schneller und weniger, ja, würde ich sagen, FOLs und so. Dass man auch wirklich weiß, schnell Linien bilden, dass sie es wirklich geübt haben. Mhm. Das Schießen natürlich, dazu muss es denn erstmal kommen. Müssen sie auf jeden Fall in der Führung ein bisschen darauf achten, dass sie mehr, sag ich mal, auf Schießen gehen. Sie sind auch wirklich vernünftig früher aufstellen. Ich würde sagen, schnell aufstellen müssen sie noch trainieren. Und ich würde sagen, auch im Nahkampf, in der